Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um dieses Päckchen und zwar ist es von Decathlon ein Whey-Protein Nativ-Isolat, also Eiweißpulver. Kann ich gut fürs Training gebrauchen. Ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio und danach gibt es immer einen Eiweißshake, dass eben auch das Muskelwachstum eben gefördert wird und von daher wollte ich das hier euch jetzt mal einfach vorstellen. Natives Eiweißprotein ist ja besonders ergiebig bzw. besonders rein und hat halt keine Zusatzstoffe mit drin. Hat wenig Fett und wenig Zucker, wenig Laktose dadurch auch. Und also pro Portion, das ist hier eine 900 Gramm Packung. 30 Gramm ist eine Portion und pro 30 Gramm sind eben 26 Gramm Whey-Protein enthalten und 6,1 Gramm an Aminosäuren. Genau. Das ist hier eine Geschmacksrichtung Vanille. Gibt es auch in Schoko und in anderen Geschmacksrichtungen. Und Made in Europe, wo das jetzt ganz genau hergestellt würde, weiß ich nicht. Da ist halt nur die Adresse von Decathlon. Ich glaube doch, hier steht es Made in France, also in Frankreich hergestellt. Genau, machen wir es einfach mal auf und schauen wir uns das mal an. Ist so zum Aufreißen. Oh, schon mal Opening Fail. Schon mal schlecht. Dann reißen wir es von der Seite auf. Geht trotzdem. Genau so. Das sieht also dann von innen so aus. Ganz normal, wie so jedes Whey-Protein eben aussieht, so ein Pulver. Wir haben hier sogar einen Dosierlöffel mit dabei. Sehr gut, dann brauche ich meinen nicht nehmen. Ich habe nämlich auch einen. Also der ist schon mit drinne. Und 30 Milliliter steht hier drauf. Keine Ahnung, 30 Milliliter. Ich meinte immer, es soll in Gramm gemessen werden. Also hier steht aber irgendwas von. Eine Portion sind zwei von diesen Messlöffeln. Also wenn wir das dann auch so handhaben, schauen wir uns einfach mal das Pulver so an. Sieht dann also so aus. Ganz normal ist dann eben löslich, kann sowohl mit Wasser als auch mit Milch eben der Shake gemacht werden. Ich habe hier jetzt ganz normal Wasser. Ich nehme immer nur Wasser. Ich mag es dann eher ein bisschen dünnflüssiger und nicht so cremig das Ganze und da machen wir uns jetzt einfach mal einen Shake mit zwei so gehäuften Löffelchen. Nummer 1 und Nummer 2. Ich habe hier 250 Milliliter Wasser. Das wurde hier so angegeben. Man kann auch ein bisschen weniger nehmen. So vom Geruch. Muss ich sagen, ganz normal, ein bisschen Vanille riecht man da sogar schon raus. Dann habe ich hier eben so einen Shaker mit so einem Sieb drin, damit es auch gut verteilt wird. Machen wir mal zu, alles gut dicht machen. Und dann shaken wir das jetzt einfach mal. Einfach mal ein paar Sekunden shaken, damit sich das eben auch sehr gut verteilt. Und dann bräuchte man noch ein Glas, das habe ich da hinten stehen. Sollen wir gleich mal her. So, damit ihr das auch sieht, dann, wie das dann aussieht. Noch ein bisschen shaken, shaken, shaken. So, das sollte genügen. Schenken wir uns das jetzt mal ein. Ja, ein bisschen länger hätte ich noch shaken können. Also ganz hat sich's noch nicht aufgelöst. Probieren wir es mal aus, wie es schmeckt. Ja, ist also nicht zu süß auf jeden Fall. Hat einen guten Vanillegeschmack, auch nicht zu extremer Vanillegeschmack, sondern einfach ein leichter Vanillegeschmack. Jo, muss sagen, ist nicht verkehrt. Man hätte noch ein bisschen länger shaken sollen auf jeden Fall. Es ist noch nicht ganz aufgelöst, aber lässt sich auf jeden Fall sehr gut trinken und könnte auf jeden Fall dauerhaft was für mich werden.
hat einen guten Geschmack. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, wo ich das probiert habe. Aber ich habe sonst auch immer Vanille-Geschmack, weil es mir einfach leckerer schmeckt. Also Schoko ist mir dann einfach zu extrem. Und von daher kann ich das also gut weiterempfehlen. Wird bei mir jetzt immer nach dem Training zu sich genommen. Dreimal die Woche. Und da haben wir eben hier 30 Portionen. Das sollte dann also eine gewisse Zeit reichen. Jo, das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Link packe ich euch unten rein zum Decathlon Shop. Und da könnt ihr ja dann auch nochmal alles nachlesen, was da also enthalten ist. Es ist also auf jeden Fall pro 100 Gramm sind 86 Gramm Protein enthalten. Und es ist eben, wie gesagt, dient auch zur Gewichtsreduktion. Kann man das hernehmen, also auch für jemand, der Diät macht oder so, ist das auch nicht schlecht. Und natürlich für Muskelaufbau und so weiter, das brauche ich euch ja nicht erzählen. Jeder, der wo sich so Shakes macht, der wird wahrscheinlich irgendwas mit Muskelaufbau und so weiter zu tun haben. Und von daher ist es eben sehr gut geeignet dafür. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo würde mich natürlich auch sehr freuen. Ciao!